Hallo, herzlich willkommen am 7.5.2020. Ich wollte zwar nur alle 2 Tage ein Video hochladen, aber heute bin ich nicht so müde und deswegen möchte ich die Zeit nutzen. Heute war Sonja wieder da, gestern Claudia, morgen ist wieder Claudia da. Wir haben nicht viel gemacht, wir haben Kaffee getrunken. Sonja war beim DM für mich, um mir einige Belu und Abschminkprodukte zu besorgen. Und ich hatte dabei ein Therapiegespräch mit Christoph um 17 Uhr. Und Christoph hatte nicht viel zu erzählen. Er hat ein Gespräch mit einem Journalisten und kann seinen Plan wie gehabt umsetzen, hoffentlich. Und dann kann ich euch mehr darüber erzählen. Aber jetzt noch nicht. Heute war überhaupt nicht viel los. Ich habe mit Sonja getratscht, Kaffee getrunken, geraucht, wie immer, und wir waren auch kurz draußen, aber es war sehr windig und das hat den ganzen ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack gegeben, so dass wir bald wieder reingegangen sind. Ich bin heute nicht so müde, ich war gerade duschen und mir tut meine Hüfte und mein Knie weh. Wahnsinnig weh. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, aber meine Mutter ist gerade erst in die Gereizschwelle, was passiert ist. Sie hat meine Flasche umgekippt und die hat sich dabei über das ganze Regal ergossen. Meine Trinkflasche. Und deswegen war sie jetzt stinksauer und ich möchte jetzt nicht noch mit meinen Schmerzen kommen. Vielleicht lasse ich mir, bevor sie raufgehen, noch ein Schmerzmittel geben, aber eher nicht. Es wird schon irgendwann aufhören. Ich weiß auf jeden Fall nicht, warum es so weh tut. Ich habe mir anscheinend den Ischias verkühlt im Rücken und der zieht bis in die Beine. Und ich glaube, daher kommen jetzt auch diese Beinschmerzen und die Hüfte. Aber ja, kann man nichts machen. War mal wieder ohne Weste draußen bei Wind und dabei habe ich mir den Ischias verkühlt. Das löst so ein Spannen in den Oberschenkeln aus. Es hätte sich Muskelkater und jetzt zieht's gerade in die Hüfte und ins Knie und das ist total unangenehm. Aber da hilft eh kein Schmerzmittel so richtig. Sonst gab's nicht viel. Christoph hat mir noch von einigen Hausarbeiten erzählt und dass er seine Frau glücklich machen will mit manchen, dass es ihm aber nicht so gut gelingt und oder dass er sich sehr bemüht, aber hin und wieder manche Sachen nicht klappen und das ist, glaube ich, ganz normal in der Ehe, aber ja. Vorgestern habe ich mit Kerstin telefoniert, darüber, dass mich mein Vater so zu Hause einschränkt, weil ich bis Ende Mai noch immer nicht einkaufen gehen darf und noch immer nicht in die Drogerien oder so oder in Einkaufszentren. Ich soll bis Ende Mai noch zu Hause bleiben und ich habe halt Angst, dass dieses zu Hause bleiben, so lange dauert, bis der nächste Corona-Schub kommt und dann sowieso wieder alles zusperrt.
Ich finde es ein bisschen übertrieben, obwohl ich es verstehen kann, weil ich halt Risikopatient bin, aber das macht's nicht besser, finde ich. Und ja, im Großen und Ganzen war das auch so ziemlich alles in letzter Zeit. Und mir fehlen halt die sozialen Kontakte und so. Am Samstag war ich mit Sonja und Claudia picknicken. Da hat Sonja heute noch einen Platz gesucht und was gefunden. Und da werden wir das nächste Monat durchbesprechen, wegen den Stunden und so. Und das ist im Groben und Ganzen alles gewesen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ciao, eure Ines, bis zum nächsten Mal.